Wer die GamePro schon etwas länger kennt, weiß es. Ich bin bekennender Fan der Ninja Gaiden Serie, die für drei Dinge bekannt ist: gelungene Grafik, miese Kameraführung und ein Schwierigkeitsgrad, bei dem sich ungeduldigen Spielern die Zehennägel aufrollen. Nun ist die Serie kurz davor, ihren Xbox 360 Einstand zu feiern. Wie im Vorgänger übernehmt ihr die Rolle des Ninja Ryu Hayabusa, der es dieses Mal mit dem Clan der bösen Spinnen-Ninja zu tun bekommt. Das bedeutet in erster Linie folgendes: Ihr schnetzelt euch mit Katana, Speer, Doppelkatana oder Metallklauen durch nicht endende Gegnerhorden, besiegt ultraharte Endgegner und löst ein paar serientypische Rätsel. Inhaltlich ist also alles beim Alten geblieben, selbst die Steuerung wurde fast komplett aus dem Xbox-Vorgänger übernommen. Neu sind hingegen ein anwählbarer Schwierigkeitsgrad für Memmen und die sich selbst erneuernde Energieleiste. Ähnlich wie beim DS Ninja Gaiden füllt sich die Leiste nach einer gewissen Zeit wieder auf. Dennoch solltet ihr vorsichtig sein, denn harte Treffer verkürzen den Energiebalken ganz erheblich. Auch in Ninja Gaiden 2 lautet das oberste Gebot: blocken, abwarten, zuschlagen. Wer das nicht beherzigt, endet schnell als zuckendes Hayabusa-Schnitzel auf dem Boden. Die Gegner in Ninja Gaiden 2 sind schnell, fies und absolut gnadenlos. Zum Glück lässt sich Ryu Hayabusa von so etwas nicht einschüchtern. Im Gegenteil, denn wenn die Gegner härter werden, muss der Held eben noch härter sein. Dank der präzise abgefragten Steuerung sind Block-, Ausweich- und Kombo-Manöver kein Problem. Selbst wenn ihr es mit 10 Gegnern zu tun habt, verwandelt sich das blitzschnelle Abenteuer nicht in eine stumpfe Knöpfchendrückorgie, sondern bleibt jederzeit kontrollierbar. Combo-Freaks freuen sich darüber, dass sich die Waffen jetzt auch während des Kampfes mit dem Digi-Kreuz wechseln lassen. Besiegte Gegner hinterlassen, wie in fast jedem Spiel, sogenannte Orbs, die in drei Farben erhältlich sind. Grüne Orbs stocken eure Gesundheit auf, rote Orbs füllen euren Spezialangriffsbalken und gelbe Orbs sind das allgemeingültige Zahlungsmittel im Ninja-Land. Den gelben Orbs fällt jedoch noch eine andere Bedeutung zu. Haltet ihr kurz den Y-Knopf gedrückt, saugt der Hauptdarsteller die gelben Orbs an und macht sich für eine der sogenannten ultimativen Techniken bereit. Lasst ihr den Knopf los, stürzt sich Ryu mit Lichtgeschwindigkeit auf seine Gegner und verarbeitet sie zu Klump. Apropos Klump. In Bezug auf Brutalität und Gewaltdarstellung stellt Ninja Gaiden 2 seinen Vorgänger deutlich in den Schatten. Gegner werden ihrer Extremitäten beraubt, Murmeln rollen über den Boden und das Blut spritzt wirklich hektoliterweise. Die vielgescholtene Kamera des Vorgängers hat sich zwar etwas verbessert, manuelles Zentrieren ist allerdings nach wie vor Pflicht. Grafisch kann sich Ninja Gaiden 2 absolut sehen lassen. Die Animationen des Helden und seiner Gegner sind schlichtweg fantastisch, die detaillierten Polygonbauten protzen mit schönen Texturen und schicken Lichteffekten. Bei den Endgegnerkämpfen wird nervenzerfetzender Bombast geboten, bei dem ihr vor Effekten manchmal nicht mehr wisst, wo oben und unten ist. Mir hat Ninja Gaiden 2 nach einer intensiven Anspielsession sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Ding ist knüppelhart, anspruchsvoll, teilweise unfassbar schnell und stellt große Anforderungen an eure Finger und noch größere Anforderungen an euer Nervenkostüm. Zum Glück gibt es dieses Mal ein Tutorial, in dem ihr die wichtigsten Moves vorgeführt bekommt und deutlich mehr Speicherstatuen als im Vorgänger. Alles in allem bin ich mir sicher, dass Ninja Gaiden 2 noch besser sein wird als der Vorgänger. So, und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rest des Videos. Impudent apes! Oh, your hubris.
universe has grown in the few short millennia we have been away. Have you forgotten the era when only the mercy of the Archfiend kept your lowly species alive? You ungrateful monkeys. When High Infernal Priest Dagradai resurrects and restores the Archfiend to power, you will learn your true place on this earth. On behalf of his lordship Dagradai, I deliver you an ultimatum. Submit or die.